Ja, einen wunderschönen guten Abend. Die Übertragung ist gestartet. Wir haben Punkt 19 Uhr, den 16. November 2023. Die Zeit rennt. Das Jahr geht dem Ende zu. Viel Zeit ist nicht mehr. Offiziell spricht man saisonal ja immer von diesen sogenannten Jahresendrallies, Weihnachtsrallies, saisonale Muster und so weiter und so fort. Wir werden sehen, wie uns die nächsten Tage und Wochen das noch irgendwie bescheren können. Aktuell sah das schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, alles hält soweit. Das letzte Mal hatten wir dann auch Schwierigkeiten mit einem GoToWebinar hier Tool. Wenn parallel hier die Plattform noch auf ist, die ich hier nutze, um das ein oder andere hier auch an der Charttechnik zu zeigen. Ich bin gespannt, wie weit das hält. Gucken wir einfach mal in die Folie und schauen uns an, was wir heute für Sie mitgebracht haben. Technische Analyse, Indikatoren, Oszillatoren und mehr in der Anwendung, heißt es ja offiziell. Und damit wollen wir natürlich auch gleich loslegen. Bevor wir in die Thematik reingehen, die übliche Vorstellung natürlich erstmal deinerseits. Hallo Malte, grüß dich. Hallo, Grüße an dich, Dirk, und Grüße auch in die Runde. Wir gucken, dass wir heute da ein bisschen schneller durchkommen. Wir haben einiges mitgebracht. Das ist derjenige, der zu Ihnen gerade spricht. Dirk Wojcewski, mein Name. Alles Weitere können Sie gerne auch nochmal im Internet nachlesen, beziehungsweise auch gerne bei Twitter beziehungsweise X mir folgen. Und da können Sie mit Sicherheit auch das eine oder andere vielleicht von mir mitnehmen. Ja, die Risikowarnung wollen wir natürlich nicht vergessen. Spekulation auf Aktien, Devisen, CFDs, Futures, jedweder derivative Finanzinstrumente, Anlagevehikel auf Margin. All das ist mit einem hohen Risiko verbunden. Und das ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ich vergleiche das immer mit dieser obligatorischen Saluntür. Die schwingt zu beiden Seiten. Es gibt auf der einen Seite beträchtliche Gewinnchancen, leider aber auf der anderen Seite auch beträchtliche Verlustrisiken. Dessen sollte man sich bewusst sein und vor allen Dingen natürlich sollte man nicht auf Kredit spekulieren. Auf Kredit bedeutet für mich und vielleicht für wenig andere auch, dass man sich nicht irgendwo Kapital aufnimmt, irgendwas belastet und dann damit am Finanzmarkt zockt. Zockt wäre dann auch das Falsche, weil es ist nämlich hier nicht Zocken oder irgendwas mit Wetten, sondern das ist harte Arbeit. Trading hat nichts mit irgendwelchen Wetten und irgendwelchen, ja, mal einfach Geld auf den Tisch legen, weil es juckt, zu tun, sondern das ist letzten Endes harte Arbeit, um sich das aufzutürmen über die vielen Wochen, auch Jahre. Ja, Vielleicht es schadet nichts auch. ganz kurz nur, Dirk. Ich sehe immer noch das Gebäude von der Wall Street mit der amerikanischen Flagge. Und ich weiß ja normalerweise, wenn du Risikohinweis machst, dann hast du da noch eine Seite dazu und auch Ist die richtig, Bilder von ja. uns beiden. Also Da immerhin, das hängt sieht das noch hier so. tatsächlich. Da pass auf, da machen wir das jetzt mal zu. Mal sehen, ob es dann besser wird. Ist das das GoToWebinar-Tool? Aus welchen Gründen auch immer das hier gerade Stress macht. Ja, es lädt sich nicht. Tut sich nichts. Das ist ja interessant. Stecker raus und nochmal rein. Es hilft üblicherweise. Is it plugged Das in? ist ja echt interessant. Ich kann die Bildschirmübertragung auch nicht mal beenden, gar nichts. Okay. Kannst ja gerne nochmal, wenn du möchtest, ausloggen und einloggen und ich setze das Thema so ein bisschen auf. Das kann ich gerne machen. Das können wir machen. Dann zieh dir mal gerade das kurz rüber. Nicht, dass ich da irgendwas zerschieße jetzt. Und Also, dann logge ich mich nochmal ein. ich hoffe, ich bin dann auch. Warte mal, ich mache mal Change Presenter. Me. Ja. Okay. Und mache jetzt mal kurz keinen Screenshare, bis der Dirk wieder zurück ist. Okay. Das ist vielleicht besser. Also ich muss Dann noch gucken wir mal, was mal passiert. den Metatrader im Hintergrund nochmal auf. Gut, aber das soll uns nicht vom Pfad abbringen. Insofern, die Einleitung kann ich genauso gut machen wie der Dirk. Und so mal, ich mach mal, guck mal, dass ich im Hintergrund vielleicht noch was auflegen kann, wie zum Beispiel die Plattform von WHSelf Invest. So, gucken wir mal, ob wir das sehen können. Also erstmal Indikatoren oder überhaupt technische Analyse, Sinn, Unsinn der ganzen Geschichte, da scheiden sich ja ein bisschen immer so wieder die Geister. Was auf jeden Fall, ich glaube, ich bin ein Unterstützer der technischen Analyse, sag mal so, was man auf jeden Fall sagen kann, die technische Analyse gibt uns die Möglichkeit, auch wirklich halt objektiv den Markt zu analysieren. Und auch objektiv Ein- und Ausstiege im Markt zu realisieren. Das finde ich sehr gut, weil es nimmt halt auch
den emotionalen Teil raus aus dem Trading. Nicht, dass einem Trading nicht Spaß machen soll, aber es gibt halt oft die Situation, dass der Trader dann quasi der Privatanleger, der dann zum Trader wird, dass man halt dann impulsiv in den Markt reingeht. Und die impulsiven Trades, ich habe noch keinen impulsiven Trade gesehen, der wirklich funktioniert hat. Vielleicht ist ihm das mal geglückt. Mir ist es ehrlich gesagt nie geglückt. Deswegen wusste ich genau, an der Schraube muss ich eben drehen. Und deswegen, wie der Dirk ja schon richtig aufgesetzt hat, Indikatoren, Oszillatoren, die ganze technische Analyse ist an der Stelle ganz hilfreich, weil man hier halt auch automatisiert Analysen fahren kann. Ich will jetzt hier nicht über automatisiertes Handeln reden, sondern es geht hier einfach um die Einteilung des Marktes. Ja, Indikatoren gibt es verschiedene Arten und Weisen. Der Dirk wird das noch in der Tiefe beleuchten. Gehe ich mal so ein bisschen quasi auf die Top-Ebene. Es gibt Indikatoren, die Sie auf das Chart oben drauflegen können. Bin mir sicher, einige hier im Raum kennen sich da auch schon ganz gut aus. Also der ganz klassische gleitende Durchschnitt, den man da auf den Chart zum Beispiel legen kann. Aber es gibt auch Indikatoren, die sich in ein separates Fenster zum Beispiel drucken lassen können. Ja, da gibt es die Oszillatoren vor allem. Da wird der Dirk auch noch mehr in die Tiefe gehen. Ganz wichtig aus meiner Sicht, weniger ist mehr, meiner Ansicht. Wenn Sie irgendwann mal anfangen, 10, 15, 20 Indikatoren auf dem Chart, neben dem Chart zu haben, also man sagt ja immer so gerne, man sieht den Preis schon nicht mehr des Marktes, dann ist es vermutlich zu viel. Ja, also ich habe Systeme gesehen, die so funktionieren mit über 15 Indikatoren. Da fand ich, kann man wirklich schön im Rückspiegel eigentlich mit den 15 Indikatoren immer einen Grund finden, warum es gut war, in den Markt reinzugehen oder nicht in den Markt reinzugehen. Also mit dieser großen Anzahl an Variablen komme ich persönlich nicht zurecht. Deswegen versuche ich es, mit so wenig wie möglich Indikatoren zurechtzukommen und versuche halt die quasi zu testen, zu schärfen, um hier ein klareres Bild zu bekommen, dass ich auch weiß, wo Ursache und Wirkung zusammenhängen. Es gibt ja bei WH Self Invest mehrere Plattformen, vor allem den Nanotrader. Ich hatte jetzt hier auch nochmal den MetaTrader aufgelegt. Da ist es ganz einfach, ist einfach, wo kommen diese Indikatoren her? Ja, die sind dann da verfügbar. Ich habe diese Plattform gestellt, glaube ich, jetzt auf englische Sprache, aber können Sie auch auf andere Sprachen umstellen. Bei der Indikatorenbenennung macht es üblicherweise keinen großen Unterschied. Ich gebe Ihnen mal so ein paar quasi Gruppen vor. Es gibt hier zum Beispiel diese Trendindikatoren. Sehen Sie mir das nach, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen beim Screenshare ein bisschen klein rüberkommt. Aber es gibt so Sachen wie zum Beispiel die Bollinger Bänder, der gleitende Durchschnitt. Das sind so Sachen, wo man Volatilitäten ganz gut ausdrücken kann. Und da versucht man vor allem Trendfolger, versuchen hier die Indikatoren zu nutzen, um tatsächlich in so einen Trendfolgetrade reinzukommen. Auch hier vorweg, ich bleibe nochmal auf der großen Ebene, dass ich dem Dirk nicht die Inhalte wegnehme. Ein Trend zu finden ist unheimlich schwierig. Also kann ich Ihnen gleich sagen, wenn Sie ein Handelssystem sich schneidern, das auf der Suche ist nach, wir haben ja diese explosive Bewegung jetzt beim DAX gehabt, dann werden Sie aber auch oft ausgestoppt. Das muss man wissen, wenn man sich so eine Strategie schneidert, dass man da nicht 80, 90% Gewinnrate hat. Trendfolgesysteme leben davon, dass sie überproportionale Gewinne produzieren und leben halt auch davon, dass sie eine relativ niedrige Gewinnrate haben. Ja, das geht, ich hatte glaube beim letzten Webinar mal kurz auch von Turtle Traders gesprochen. Da ging es vielleicht am Ende des Jahres, übers Jahr gesehen, wirklich darum, dass man ein, zwei sehr gewinnträchtige Trades genommen hat, die dann tatsächlich die ganze Performance ausmachen. Also nicht einfach zu handeln, relativ einfach darüber zu sprechen. Es gibt Oszillatoren, da will ich mal dem Dirk noch zeigen. Also Oszillatoren nimmt man ganz gerne, dass man zum Beispiel sich anschaut, wann ist der Markt überverkauft, wann ist er unterverkauft. Ich weiß nicht, ob Dirk drüber spricht. Ah, da bist er ja wieder. Ja, ich bin auch wieder da. Ich glaube, du hattest mir doch die Tage gerade gesagt, du hast einen langweiligen RSI-Trade gemacht. Wir kommen ja da auf relative Stärke-Index noch hin. Und der war sehr erfolgreich. Ja, also das war das, dass einfach der Indikator Dirk da ein von möglichen vielen, aber ein Signal gegeben hat, das er genommen hat und ist ja keine Handelsempfehlung hier, aber es wurde ein profitabler, sehr profitabler Trade. In der Stelle hast du sogar ausnahmsweise mal so einen Tiefpunkt erwischt, aber darum geht es ja nicht, sondern einfach, dass man auf Trades drauf springt, die uns einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit geben. Und ich sage noch eine Sache und dann spiele ich es wieder zurück an dich, Dirk. Volumen, Indikatoren. Will ich einfach nur eine Sache sagen bei den Währungen. Sind Sie bitte bei Volumenindikatoren und Währungen etwas vorsichtig. Die Währungen werden nicht in einem
Handelssystem gehandelt. Da gibt es also nicht den DAX Future oder den S&P Mini. Und da wird dann alles gehandelt, sondern die Währung werden ja in der Tat dezentralisiert über viele Computersysteme gehandelt, die sich dann quasi bündeln und da findet die Preisfindung statt. Bis heute kann keiner genau sagen, exakt sagen, welcher Preis sich immer wann wie wo findet. Und deswegen ist halt auch der Einsatz von einem Volumenindikator immer begrenzt hilfreich, wenn es um sowas geht wie Währung, weil sie sehen dann quasi immer nur den Ausschnitt ihres Brokers. Die sind üblicherweise alle eng korreliert, die Märkte, insofern nicht komplett sinnlos, aber so ein Volumenindikator zeigt ihnen, wie gesagt, nach dem Motto, sie gucken auf ein Glas Wasser, aber in Wirklichkeit der Trading-Markt für einen Euro US Dollar allein ist das mehr, ja, und dann ist es halt immer schwierig, von diesem Glas Wasser was abzuleiten, wie sich die Wellenbewegung in dem großen Zusammenhang halt eben wiederfindet. Also Dirk, ich habe jetzt nur einfach mal von der oberen Ebene ein bisschen eingeordnet, wo macht denn technische Analyse, Oszillatoren und so weiter Sinn, warum halte ich davon was? Und dann eben ein bisschen runtergebrochen, Trend, Oszillatoren, Volumen einfach nur eingeordnet, ohne da weiter in die Tiefe zu gehen. Und jetzt klicke ich mal auf Change Presenter und mal gucken, ob ich jetzt wieder auf dich komme und wir dann deinen Bildschirm sehen. Ich habe mir jetzt einfach mal gegriffen und ziehe es mal einfach mal rüber. Und dann müsste es eigentlich auch jetzt auch zu sehen sein. Ah, Heureka, Risikohinweis, ja. Genau, da geht es nochmal, dass wir es nochmal wenigstens nachträglich einbilden, dass wir es hier nicht irgendwie mit einem Broker zu tun haben, der mal gestern angefangen hat mit dem Geschäft, sondern schon seit 1998 dabei ist und auch offiziell überwacht von der luxemburgischen Aufsicht. Und so weiter und so fort. Das jetzt im Schnelldurchgang. Natürlich ist es immer blöd, wenn eine Technik dazwischen nicht passt und irgendwas einem aus dem Konzept rausschleudert. Das wollen wir gar nicht erst so weit kommen lassen und wollen dann auch noch gleich dann in die nächsten Punkte reingehen. Wir haben natürlich einiges mitgebracht gehabt und die Zeit wird natürlich knapp. Es geht auch hauptsächlich immer darum, dass man sagt, sind Sie jetzt Anfänger, der jetzt gerade mit dem Trading vor 1, 2, 3 Wochen oder Monaten angefangen hat, oder sind Sie schon seit vielen Jahren dabei? Da sind natürlich solche Dinge wie beispielsweise, wie eine Kerze zu erklären wird und wie die auszusehen hat, natürlich müßig. Das würde Sie dann langweilen. Von da wegen würde ich vorschlagen, dass wir einfach im Schnellschritt in diesen ersten Bereichen da mal durchgehen und würde sagen, dass wir hier gerade nochmal diese extrem auch extra verwirrende Folie nochmal auflegen, damit man mal sieht, dass man so viele Auswahl da draußen hat bei den vielen Handelsplattformen, egal was man nutzt, ob man die TWS nutzt, den Nanotrader, MetaTrader oder sonst welche anderen Plattformen, Einzelplattformen, die es alles so gibt. Alle, die meisten zumindest, verwenden die gängigen Dinge, sei es RSI, sei es MACD, sei es Williams Percent A und so weiter. Und natürlich auch Fibonacci Retracements sind einzeichenbar, analysierbar damit. Es kann Pivot-Points geben und so weiter und so fort. Also diese vielleicht ganz interessant sind, habe ich mal rot gefärbt. Insgesamt diese Folie soll erschlagen. Sie soll eigentlich auch damit verdeutlichen, dass man seine Charts nicht überfrachten sollte. Weniger ist mehr, gilt auch da. Nicht, dass es so ist, dass Sie am Ende dann vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Das wäre schade. Und behalten Sie es einfach mit 1, 2 Sachen dabei, mit denen Sie gut klarkommen, aus denen Sie was rauslesen können. Der Malte hat es eben im RSI gesagt. Es sind 2, 3 Dinge vielleicht. Vielleicht gucken, zeichnet sich auch eine EMA vielleicht ein, vom 100er oder 200er EMA, damit man mal so ein bisschen sehen kann, wo ist denn ungefähr der Durchschnitt in den letzten 200 Tagen beispielsweise, damit man mal schaut, wie weit sind wir von dem weg oder sind wir da in der Nähe dran, können wir da auch ein bisschen was ableiten, messen und so weiter. Vieles gibt es draußen. Man soll natürlich auch gucken, mit welcher Badehose man schwimmen kann und soll dann auch gucken, mit welcher man besonders gut klarkommt. Man darf auch nicht das Allheiligen Gral irgendwie verstehen. Technische Analyse ist ein Hilfsmittel. Es soll uns quasi wie ein Tool zur Verfügung stehen und uns ein bisschen da quasi den Markt zu einem besseren Timing servieren. Also damit wir nicht komplett gegen die Wand fahren mit irgendwas, sondern vielleicht auch so zusätzlich zu unserer Geduld auch noch ein technisches Hilfsmittel haben, wann es vielleicht etwas besser ist einzusteigen und wann es vielleicht besser ist auszusteigen. Ja, Schnelldurchgang mal einfach Candlesticks. Es gibt verschiedene Anzeigemöglichkeiten, wie man sich einen Chart angucken kann, neben diesen sogenannten Candlesticks, ob es Linien, Balken, Renko, Point Figure und was auch immer alles gibt. Gerne mal auf die jeweilige Plattform, die man nutzt, klicken, wie die Darstellung auch möglich ist und ob man da tatsächlich meint, auf anderen Chart-Varianten oder was besser lesen zu können. Ich weiß nicht, wie Malte es sieht. Ich sehe es jedenfalls mit den Candlesticks, ist es ganz schön. Man kann dementsprechend sehen, wann hat ein Markt eröffnet, wann ist die jeweilige Zeitperiode, zu welchem Tief, zu welchem Hoch angefangen und zu Ende gegangen. Und man kann dementsprechend über verschiedene Zeiteinheiten eben auch schön anzeichnen, wann sind die jeweiligen Linien,
wann sind die jeweiligen Tageskerzen geschlossen worden und wo kann ich die Linie perfekt anlegen, um dementsprechend einen Trendkanal anzulegen oder eine Trendlinie und so weiter und so fort. Und natürlich auch die ein oder andere Chartformation ein bisschen auch mir näher bringen, Da visuell. würde ich ganz gerne mal einhaken. Also grundsätzlich ja, der Candlestick ist auch meine präferierte Art und Weise, sich den Markt anzuschauen. Aber man darf ja nicht einfach nur sagen, irgendwie der Candlestick muss immer auf einer Zeitbasis sein. Der Candlestick kann sich auch auf der Anzahl von Preisveränderungen von einem Finanzinstrument bewegen. Ja? Also wenn Sie sagen, Euro, US-Dollar zum Beispiel, nach 120 Preisveränderungen möchte ich eine neue Kerze haben, dann haben Sie genau das Gleiche mit dem Docht, mit dem Höchstpunkt, mit dem Tiefpunkt, mit dem Einstiegspreis, mit dem Ausstiegspreis, haben Sie in der Kerze drin, Sie haben nur eine andere Darstellungsweise. Also das ist zum Beispiel ganz hilfreich, wenn der Markt sich sehr schnell bewegt. Ich rede da über zum Beispiel die NFP-Daten, wenn also am ersten Freitag eines Monats die Arbeitslosenzahlen in Amerika verkündet werden. Bei solchen News Trades macht es durchaus Sicht, vielleicht von der Zeitbasis mal auf sowas wie Preisveränderungen umzuswitchen, weil da kann man sehr gut die Lupe auf schnelle Bewegungen setzen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist, glaube ich, der Candlestick zeitbasiert, ist mit Abstand die dominierende Art und Weise, wie sich Trader die Charts eben anschauen und auf einen Blick halt wirklich viele Informationen aufs Chart bringen. Ja, dann zusätzlich, was man in der Kerze dann noch vielleicht rauslesen kann, natürlich erstmal visuell grün dargestellt, meistens für bullish und rot für bearish. Und auch je länger eine Kerze sein kann, desto höher die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch für eine Trendumkehr, also eine Einleitung eines neuen Trends vielmehr. Beispielsweise haben wir das jetzt hier bei den ein oder anderen Währungspaaren in den letzten Tagen gesehen, nach den US-Verbraucherpreisen, ein wirklich extremer Rebound nordwärts, beispielsweise bei den ein oder anderen Währungspaaren, US-Dollar, japanischer Yen oder Euro-US-Dollar und so weiter und so fort. Und natürlich auch bei den Märkten selbst, Aktienmärkten. Und da sollte man dann dementsprechend auch ein bisschen darauf achten, wie weit mal was rauslesen kann. Es ist zum Beispiel darstellungsmäßig hier schön vielleicht zu sehen, die ein oder andere Trendumkehr und vor allen Dingen dann auch noch zusätzlich, was sowas angeht, wie diesen sogenannten Hammer. Wenn man den beispielsweise im Chart auf dem Tageschartbereich schon mal sieht, relativ deutlich sieht, vor allen Dingen als Hammer, wenn er sehr, sehr einen langen Schaft hat, dünnen langen Schaft hat und einen ganz schmalen Kopf, ist er relativ aussagekräftig und kann auf diese Weise auch eine Trendumkehr hier nochmal untermauern. Und beispielsweise dann auch, sei es jetzt der DAX oder sei es beispielsweise auch ein Währungspaar, vielleicht noch ein zusätzliches, ja, quasi Vertrauen einem schicken, einem senden, dass man hier vielleicht eine Trendumkehr sieht. Das sieht man zum Beispiel hier. Ein Beispiel von vielen. Könnte hübscher noch sein. Ich habe jetzt dieses Beispiel ausgewählt. Es könnte hübscher noch sein, dass man einen, wie gesagt, Kopf sieht, der relativ schmal ist und dementsprechend noch ein schöneres Signal, also rein bildlich jetzt sendet. Aber das ist zum Beispiel einer von diesen Fällen. Und kann man gerne auch bei Einzelaktien einfach mal durchforsten auf den Tagescharts, auf Basis eines Tagescharts, wenn diese Hammer da auftauchen und prozentual haben die eine relativ schöne Aussagekraft, wenn etwas da zur Trendwende dann auch signalisiert wird. Kannst du da Ja, einmal noch mal ja, zurückgehen? Einen Punkt will ich gerade noch klar. machen, weil du hast ja diesen im Kreis eingezeichnet, diesen Hammer. Das ist ja nochmal ein Hammer auch auf der linken Seite. Insofern, ich hatte, wo du kurz draußen warst, auch gesagt, wie schwer es ist, in so einen Trendfolgetrade reinzukommen, dass man da relativ oft ausgestoppt wird. Also auch hier wunderbar zu sehen, der Hammer auf der linken Seite hat auch erstmal wieder einen Retest des ge vorhergehenden der vorhergehenden Unterstützung angefahren, ist aber dann nochmal unter die tieferen Tiefs gebrochen und hat dann quasi noch ein neues Tief ausgedrückt. Und dann hat der Markt dann erst umgedreht. Und es hat ja dann auch noch ein paar Kerzen gedauert. Das sind ja Tageskerzen, bis wir dann in einen bullischen Trend gekommen sind. Also super Beispiel. Man hätte auch schon bei der vorhergehenden Hammerkerze quasi reingehen können, wenn man das jetzt einfach mal als isoliertes Signal sieht. Aber auch da muss man einfach damit leben, dass man dann auch ausgestoppt wird, den Stopp nehmen und dann halt bei dem neuen Trader wieder reingehen. Das ist einfach ganz wichtig, wenn man jetzt auf der Suche nach der Trendfolge ist. Und es sieht einfach, dass sich wieder andauernd neue Möglichkeiten am Markt ergeben. Das wollte ich hier nur noch sagen, weil das ist, glaube ich, eine sehr schöne Illustration zu dem, was ich vorhin ein bisschen theoretisch gesagt habe.
Ja, man muss ja natürlich auch noch zu sagen, ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man hier auch, wenn man in der Mitte irgendwo oder vielleicht auch erst hier oben eingestiegen ist. Wir sprechen hier von mehreren hundert Punkten beim DAX beispielsweise. Ja, hier sind wir ja bei 15,3, bis hier hoch ging es bis 15,7. Also da ist schon einige an hunderte Punkte zur Nordseite schon auch das mitzunehmen. Also wer da mit dem Trade Management versagt und vielleicht nicht die Hälfte schon als Gewinn mitnimmt, oder vielleicht mal wenigstens auch ein Drittel schon mal der Reise quasi vom Buchgewinn in richtigen Gewinn realisiert hat, da kann man dann auch nicht helfen. Das ist letzten Endes dann die Gier, die das Problem ist, wie bei uns allen. Wir kämpfen ja jeden Tag gegen uns selbst. Da kann uns dann die Charttechnik allein auch nicht helfen. Das nur aus der Sicht nochmal. Ja, schauen wir zu den jeweiligen Durchschnitten, also das Simple Moving Average oder Exponential Moving Average, welchen immer Sie nehmen. Also es geht einfach nur darum, dass all das hier auch nicht einfach irgendwo aus dem Fenster gefallen ist an Wissen, sondern das sind letzten Endes auch gängige Praxis im Bereich der technischen Analyse. Ob das jetzt von den Deutschen oder von den USA oder von den jeweiligen Franzosen oder auch Japanern, egal von den Verbänden für technische Analyse genutzt wird, sie nutzen das querbeet. Es sind beispielsweise, was diese Infos hier angeht, Daten, die ich mir 2006 aus meiner Zeit in New York noch gezogen habe. Damals von der Zeit war das noch von Merrill Lynch. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Ist alles in Bank of America aufgegangen aus Folge der Finanzkrise. Und da haben die damals schon diese typischen SMA und EMA Varianten hier ausgewiesen. Da geht es einfach darum, dass man so ein bisschen schaut, welche EMAs nehme ich denn überhaupt für kurzfristige Zeitperioden, also zehntägige beispielsweise. Für kurzfristige Zeitperioden werden auch 12er, 26er genutzt. Gerne auch mal zu diesem MACD dann schauen, der das in seinem Tool auch als in dem Indikator, in diesem Trendfolgeindikator drin eingebaut hat. Und wenn man mittel- und längerfristige Zeitfenster nimmt, kann man so ein 50er, 100er oder 200er EMA gerne im Chart einbauen. Das kann man auch nochmal sich extra anschauen, was es dann bedeutet, Golden Cross und Death Cross, also quasi das goldene Kreuz oder das Todeskreuz, quasi wenn ein 50er den 200er von unten nach oben durchballert, ja, durchbricht, dann ist das das Golden Cross, das soll ein bullisches zusätzliches Signal liefern. Und umgekehrt, wenn jetzt beispielsweise der 200er von der 50er von oben nach unten durchbohrt wird, ist das als Todeskreuz bekannt. Und dass dann auch noch zusätzlich den ja quasi Abwärtstrend nochmal impulsiv beschleunigt. Also das nur auch von der Interpretation und von den Nutzen für die einen oder anderen, auch die sowas auch im Chart einbauen. Das ist jetzt beispielsweise mal SMA, die Variante. Ich klicke mal eins weiter. Das wäre dann der EMA. Man sieht eigentlich gar keine großen Unterschiede bei diesem Marktbild. Sollte der Markt sich beispielsweise in den letzten Kerzen, in den letzten beispielsweise 20 oder 30 Kerzen zur rechten Seite, also den neueren, beispielsweise ein Stück weit schärfer bewegen, würde man das auch sehen. Der EMA reagiert schneller, deswegen ja auch das Wort exponentiell. Da wird in die Berechnung des EMAs werden die neueren Kerzen höher gewichtet und dementsprechend bewegt er sich in den neueren Zeiteinheiten dementsprechend etwas schneller. Bedeutet aber auch für mich, wenn man eine EMA einfach ins Bild einfügt, ins Chartbild einfügt, soll das nicht irgendwie sowas heißen von wegen, der Chart nähert sich jetzt der EMA. Ich könnte jetzt beispielsweise die EMA das als Widerstand irgendwie hier interpretieren und das würde ich dann beispielsweise in einen Trade mir, in ein Setup mir ummünzen und würde sagen, ich shorte dann, wenn der Kurs an der EMA 200 oder an der EMA 100 ankommt. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird wahrscheinlich gar nicht zum Erfolg führen, weil der wird einfach durchbohrt. Es ist ein Durchschnitt. Es ist einfach ein Durchschnitt, ein mathematischer Durchschnitt der letzten 200 Tage oder 100 Tage. Und das bedeutet nichts anderes, dass ich mir einfach diesen Durchschnitt einfach nur anschaue und wie weit ist denn dieser aktuelle Kurs von diesem Durchschnitt entfernt? Beispielsweise hier unten, wo wir zwischen Oktober und November hier herumeiern, sage ich mal, ja, da ist er ziemlich weit von dem 100er und 200er entfernt. Und einfach soll mir das ein bisschen noch auch ein zusätzliches Vertrauen geben, dass dieser Kurs sich bereits so weit vom Durchschnitt entfernt hat, dass es auch von der Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass er auch wieder sich ein Stück weit wieder zurückbewegt. Das in Kombination mit dem nächsten, ja, mit den sogenannten Warte, RSI. darf ich noch eine Sache Ja, einhaken? klar. So, ich gehe nochmal zurück auf das Bild. Ich wollte einfach nur das Thema Konfluenz von Indikatoren auch nochmal ansprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wo der, was ist das, der blaue 100er EMA
Auf der rechten Genau. Seite, ja, der prallt da ja recht gut ab, ja. Und wenn wir jetzt, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt hier an der Stelle noch eine Fibonacci zeichnen würden, würden wir auch sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit hier so ungefähr so eine 50, vielleicht ein bisschen drunter, aber so eine ungefähr eine 50er Fibonacci sehen und nur sagen, dass verschiedene Analysen oft ähnliche Ergebnisse bringen. Also Sie brauchen da nicht Fibonacci und den gleitenden Durchschnitt haben, sondern quasi eine Sache, die Sie sich erarbeitet haben, wo Sie Ihr Vertrauen haben, wo Sie Ihre Statistiken haben und so weiter, für Ihre Strategie reicht. Da müssen wir jetzt sicher noch andere Sachen drauflegen. Ich bin jemand, der arbeitet sehr gerne mit den Fibonaccis zum Beispiel. Bei mir wären jetzt die EMAs nicht drauf. Aber ich komme oft zu einem gleichen Ergebnis wie Trader, die andere technische Analyse verwenden. Zurück zu dir. Ja, wie gesagt, auch in Kombination zu sehen. Also steht es nochmal zu dem Spruch, den ich am Anfang brachte, von wegen mit der Überfrachtung, dass man irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Wenn Sie jetzt beispielsweise zu den zwei EMAs oder von mir aus also auch noch den EMA 50 mit rein, dann haben Sie drei EMAs da drin. Das sind drei Linien, das ist noch halbwegs schön zu sehen. Dann könnte man unten drunter das RSI quasi, den RSI-Indikator reinpacken. Da ist man vom Auge immer noch nicht komplett durcheinander. Und wenn es dann auch passt, noch den Fibonacci drüber, dann hätten Sie jetzt dann quasi drei in einem Chartbild. Das kann man noch abbilden, da wird man nicht verrückt. Wenn man allerdings dann noch alle möglichen anderen Sachen da reinpackt, dann sieht das irgendwann gar nicht mehr danach aus, dass man bald auch den Kurs schon gar nicht mehr richtig sieht. Das wäre dann dementsprechend wohl auch nicht so dienlich am Ende. Ja, RSI, das ist zum Beispiel ein relativ nützliches Tool, so wie ich finde. Dieser sogenannte Relative Strength Indicator, also RSI, gibt die Auskunft. Das heißt also, wenn Sie letzten Endes in einem Anflug sind von wegen und sagen sich, ich könnte mir hier gerade jetzt mal eine Einzelaktie rausschauen und die sieht eigentlich ganz gut aus, wie würde ich mir jetzt vorstellen, dass ich die jetzt kaufe, also auf der Long-Seite abbilde. Und dann guckt man sich das im RSI an und schaut sich diese Marktverfassung dieser Aktie an. Wie steht die denn gerade? Ist die neutral? Ist die stark überkauft oder stark überverkauft? Wie sehe ich das überhaupt? Und da kann ich beispielsweise diesen RSI heranziehen. Ja, beispielsweise, ich basiere jetzt einfach nur auf einer Xetra-Kotierung. Also die typische Xetra-Kotierung, die wir dieser klassischen Zeit von 9 bis 17:30 Uhr in Klammern 35, 45 haben. Und da schauen wir uns an, was beispielsweise dann der RSI uns sagt. Der sagt uns also, alles, was unter 30 ist, gilt als überverkauft und alles, was über 70 ist, gilt als überkauft. Das bedeutet also, wenn ich eine Aktie im Markt dann sehe und analysiere, und ich habe jetzt hier beispielsweise eine Siemens wie heute, ja, nach den super Zahlen, und dann sehe ich auf einer Tagesbasis oder auf einem 4-Stunden-Chart von mir aus, sehe ich eine unheimlich stark überkaufte Phase schon über 75 oder weiter nordwärts schon, dann ist es vielleicht schon auch nicht mehr so opportun, da jetzt noch unbedingt weiter long zu gehen, sondern vielleicht sich eher mal darüber Gedanken zu machen, entweder die Finger komplett von der Aktie zu lassen oder sich darauf zu lauern, dass man auf einem Abbau dieser stark überkauften Marktsituation spekuliert, sprich auf der Short-Seite. Das kann gefährlich sein. Ich tendiere eher dazu, dem einen oder anderen, der es noch nicht so oft gemacht hat, zu sagen, gehen Sie bitte nur long, lassen Sie es short erstmal. Ganz einfach aus dem Risiko, weil auf der Short-Seite ist es viel gefährlicher für den Anfänger als auf der Long-Seite. Weil es ist letzten Endes so, dass man es nicht unbedingt absehen kann, wie stark irgendwie zusätzlich noch etwas überverkauft wird. Wenn ein Wert durchgereicht wird, Stop-Losses und so weiter greifen, dann kann es einem auch nach einem Tagesminus von minus 5 oder minus 8, wo man eigentlich denkt, jetzt könnte ich mal in dieses fallende Messer greifen, ziemlich schnell zerreißen. Trader, die das heute ausprobiert haben und zwischenzeitlich gedacht haben, sie könnten das machen, heute bei HelloFresh, bei minus 5 oder bei minus 7%, die sind dann übel aufgewacht, als sie eine Stunde oder zwei, drei Stunden später auf den Chart geguckt haben und das Ding ist 20% im Minus. Also das war schon übel. Und das sollte man halt im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht auf sowas letzten Endes dann auch setzt, wenn man so einen Washout, sage ich jetzt mal, bei einer Aktie gesehen hat, der jetzt hier bleiben wir bei dem Beispiel heute von HelloFresh bei 20 Minus, dass der im RSI natürlich so zerballert nach unten gegangen ist, dass man natürlich am nächsten Handelstag oder kurz vorm Ende des Handelstages schaut, hier baue ich einfach mal eine Mini-Position auf und gucke bei einer Überverkauftheit von beispielsweise unter 20 sogar beim RSI. Hier gehe ich auf der Long-Seite mit einer kleinen Posi rein und überziehe das Ganze aber auch nicht. Wenn sich das dann von minus 20 auf minus 15 beispielsweise verbessert, können Sie auch schon wieder rausgehen. Solche Sachen zum Beispiel. Also klein, klein,
Hört sich nach klein-klein an, ist es dann auch. Aber mehrere solche kleinen Trades bauen am Ende auch einen großen Gewinn und so sollten Sie es auch genauso betrachten. Versuchen Sie nicht immer diese riesigen Mega-Trades sich vorzustellen. Klein-klein und am Ende kommt ein Häufchen zusammen und am nächsten Tag wieder ein neues Häufchen und am Ende der Woche ist ein großer Haufen entstanden und das ist Ihr Wochengewinn. Und so sollten Sie es sehen. Arbeit Tag für Tag. Divergenz habe ich noch da unten auf der Folie eben gehabt. Das ist zusätzlich zu diesem RSI ganz interessant. Wir haben hier also diese gelbe Linie in diesem Schaubild hier. Das ist der RSI mit dieser sogenannten Linie. Und wenn man jetzt beispielsweise im Bereich hier sieht man noch so ein grünes Eck in der Mitte. Das ist die überkaufte Situation über der 70er Linie. Und das hier in das rote Eck ist diese überverkaufte Situation unterhalb der 30er. Und es wird einem ein Stück weit dann gezeigt. Hier könnte man dann beispielsweise verkaufen, was im Chartbild ja auch schön zu sehen ist. Und hier könnte man dann letzten Endes schon anfangen zu kaufen. Man sieht hier allerdings, es ist natürlich wie jeder Indikator kein Echtzeitratschlag, sonst wären wir alle super, super reich, weil dann hätten wir die goldene, die wirklich die absolute Spezialsoftware gefunden, die uns sofort den Reichtum beschert. Es ist leicht zeitversetzt natürlich und es gibt immer mal wieder auch die Variante, dass beispielsweise der RSI bereits schon ein Tief ausgebaut hat, aber im Kurs nochmal ein neues Tief ausgebildet wird. Und das sind die sogenannten Divergenzen. Na, jetzt sieht es verrutscht. So, gehen wir in die nächste Folie mal rein. Das soll unser Timing quasi verbessern. Es ist auch Malte vielleicht bekannt, dass man von diesen Divergenzen eigentlich auch letzten Endes das ein oder andere als Setup dann serviert bekommt. Hier geht's rein, hier geht's raus. Also bullische Divergenz letzten Endes als Genau. Signal und bärische. Wenn du was dazu sagen willst, leg bitte Ja, los. das hatte ich vorhin schon mal angerissen. Schau, das ist dann im Rückspiegel, ist das dann immer alles so, wenn du kannst gerne nochmal zurückgehen, ein Chart. Im Rückspiegel ist es dann alles so erklärt. Schau, hier ist der Markt, an der Stelle ist irgendwie die Spitze, da hat er die rote Linie berührt. Und ja klar, da ist er abgeprallt und nach unten gegangen. Und unten auf der anderen Seite hat er da wieder Unterstützung gefunden. Findet man auch einen Grund, kann man durchaus auch hier in den RSI-Topf reingreifen. Ja, also im Rückspiegel ist das alles immer leicht erklärt. Wichtig ist, und das ist der Shift, den wir machen müssen, quasi vom Glücksritter zum Trader, es geht um die Wahrscheinlichkeiten, weil wir wissen nicht genau, an welcher Stelle sich der Markt dreht, aber wir wissen, dass der Markt gewissen Maß einfach überverkauft ist, wie der Dirk es ja schon richtig angesprochen hat. Und das wäre jetzt mal quasi mein erstes Filterkriterium, sei überverkauft. Ja, dann gucke ich hier, guckt der Dirk dann auf den RSI, ich gucke vielleicht auf den Abstand von einem 200er gleitenden Durchschnitt. So, ja, und dann gucken wir als nächstes dann über die Bilder, die wir schon vorher geredet haben, Kerzenbilder oder andere Analysen, was auch immer in ihrem Portfolio drin ist. Also ich würde sagen, wo ich mal den besten Einsatz gesehen haben von solchen Oszillatoren und Divergenzen, ist mehr so als Filterpotenzial, ja, dass sie uns in eine gewisse Richtung drehen. Es geht jetzt ja auf einmal geht es jetzt hier um einen Trendfolgetrade oder geht es um einen Range-Trade? Also ich kenne zum Beispiel Trading-Strategien, die genau das nutzen, sich ja den MACD dann anschauen, ich glaube, auf den kommen wir später noch, in der Kombination mit den RSI und sagen, wenn gewisse Parameter eingetroffen sind, dann filtere ich, dann greift nur Strategie 1. Und wenn wir innerhalb des Kanals, wo da drin sind, dann greift vielleicht die Range-Strategie, Strategie 2. Ja, also das habe ich bei vielen erfahrenen Tradern gesehen und so würde ich es auch eher anwenden, dass man diese Oszillatoren als Filterkriterium verwendet. Aber nochmal, die absolute Sicherheit, ob das jetzt der Höchstpunkt oder der Tiefpunkt ist, von dieser Erwartung muss man sich natürlich verabschieden. Es geht einfach um Wahrscheinlichkeiten. Wie können wir unsere Strategie so schneidern, dass die Wahrscheinlichkeit so gut wie möglich für uns funktioniert, dass unsere Strategie einen positiven Erwartungswert hat? Und dann müssen wir noch an der Umsetzung arbeiten. Und das ist auch noch schwer genug. Ja, ich kann da doch gerne auch einen kleinen Schwank aus den letzten Wochen noch kurz dazu erzählen, was den RSI jetzt angeht, was ich auch ja selbst nutze. Und es ist auch immer schön, wenn man darüber erzählt und immer erzählt, aber es auch selbst tut. Und das kann ich auch von mir behaupten zumindest. Ich habe den RSI neulich auch wieder genutzt.
und habe eine Aktie damit quasi gehandelt, die ich sonst mit der Kneifzange nie angefasst habe. Das ist die Lufthansa, die man natürlich von der Story auch noch ordentlich durch diese Nahostentwicklung zerballert wurde und gen Süden geschickt wurde. Und die war auf RSI-Basis auch sogar auf dem Wochenchart schon auf dem Weg in Richtung Einstelligkeit. Also das ist natürlich eine ganz perverse Geschichte. Und da muss man ganz ehrlich sagen, irgendwann ist der Markt, wie man so schön auf Deutsch sagt, dann auch etwas ausgekotzt. Dann geht man auch wirklich mal mutig zu Gange, ist man dann mutig letzten Endes und sagt sich, hier baue ich die erste Position mal auf. Und siehe da, da gibt es eine Erholung. Und wer sich das gerne anschaut, jetzt auch im Lufthansa-Chart der letzten Wochen, der wird sehen, dass sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt hat. Also das sind auch Dinge, die man gerne auch in einem Screener nutzen kann. Wer Screener benutzt, RSI von mir aus auch gerne mal dann rübergeben und dann zeigt er mir beispielsweise alle DAX-Aktien oder von mir aus alle Dow Jones-Aktien auf RSI-Basis im Tageschart beispielsweise. Und dann sehe ich, welche sind stark überverkauft und welche sind stark überkauft und kann mir dann letzten Endes auch ein bisschen aus dieser Richtung anzeigen lassen. Hier, Junge, da ist es vielleicht ganz interessant. Da könnte ich vielleicht mal draufspringen oder mir das ein bisschen genauer anschauen. Also das nur als kleiner Tipp, was man noch zusätzlich machen kann. Ja, Divergenzen. Bullische Divergenz, wo man hier sieht, hier hat der Chart ein Tief ausgebildet und hier hat der Kurs ein Tief hier ausgebildet und der RSI hat schon bereits das tiefere Tief ausgebildet. Aber im Kursbereich kommen noch weitere tiefere Tiefs dazu. Und beim RSI kommt schon ein höheres Tief dazu. Das wird hier als sogenannte bullische Divergenz gewertet, um eine Long-Position bzw. ein Long-Signal zu senden, was natürlich kurzfristig auch entstanden ist. Danach muss man sagen, ging es natürlich auch wieder abwärts. Also, das heißt immer wieder Gewinne sichern und es möglichst auch natürlich so, dass man auch danach nicht mehr runterfällt. Das gleiche mit bärischer Divergenz, wo man die einen oder anderen, es ist vielleicht nicht hier so sauber zu erkennen, es ist manchmal schwierig, so Chartbilder dann zu ziehen. Hier, wo man letzten Endes hier oben dann sieht, die jeweiligen höheren Hochs oder auch höheren Tiefs, beziehungsweise hier oben sieht man die zwei Kreise, wo im Kurs dann es etwas knapper noch zu einem höheren Hoch kam und beim RSI hier zu einem höheren Tief hier in diesen Bereichen, das hier als bärische Divergenz eben zu werten, dass man hier sagt, hier ist Signal für Short-Seite. Also das nur von der beiden Erklärungen dann hier auch nochmal. Ja, es gibt viele andere Tools. Schauen Sie gerne mal in Ihre Plattform rein, ob NanoTrader oder MetaTrader oder auch die TWS. Finden Sie mit Sicherheit auch den Williams Percent A. Der ist so ein bisschen in die Richtung wie der RSI, sodass er einem durch diese Signallinie dann sagt, wo etwas stark überkauft und etwas stark überverkauft ist. Und diese Funktionsweise, wenn ich sage, hier je näher an 0 herangekommen, je näher die Marke von 100 kommt, desto stärker sind die Märkte überkauft und umgekehrt. Das Ganze sieht dann auch so aus, wenn man hier diese Linie sieht, im starken Bereich nordwärts, jenseits dieser grünen Linie ist also stark überkauft dann schon und jenseits dieser niedrigeren Linie unten umso stärker überverkauft. Ich finde den RSI sauberer. Aber es ist jedem überlassen, welchen Indikator und welches Tool er überhaupt nutzt. Er sollte es ausprobieren. Vielleicht sogar, wenn er findig dazu ist und das in dem jeweiligen Handelssystem, ob es MetaTrader ist oder anderes, auch mal gerne im Backtesting-Verfahren prüft, ob das überhaupt zum Erfolg geführt hätte, dieser jeweilige Indikator bei dem jeweiligen Basiswert, den man tradet. Und dann kann man dann selber schauen und selber für sich entscheiden, ob man damit was anfangen kann oder eben nicht. Aber bitte nicht mit Echtgeld ausprobieren und am Ende beschweren, der hat mir aber gesagt, der ist gut und der ist schlecht, sondern einfach mal selbst schauen, mit welcher Badehose kann ich denn am besten schwimmen, sprich, welches Tool ist für mich denn das geeignete. Ja, Malte, wir haben noch den MACD. Ich weiß nicht, ob du ihn nutzt. Wir unterscheiden ja zwischen diesen Trendfolgern und den Oszillatoren. Wir hatten den RSI hier als Oszillator und hier den MACD jetzt als sogenannten Trendfolger. Magst du noch was dazu sagen oder soll ich das einfach durchziehen Ja, oder? also geht in die gleiche Richtung wie das, was ich vorher gesagt habe, dass also der MACD für mich eher so ein Filterindikator ist, und weniger ein Indikator. Er kann unterstützen, ein Signal für Kauf und Verkauf zu erzeugen. Aber ich verwende jetzt, du beschreibst ja die Signallinie und Trigger. Ehrlich gesagt, in meiner Strategiekomponente ein bisschen weniger, stellt er eher auf klassische Sachen, wie gesagt, wie Fibonacci und Widerstand, Unterstützung und Preis-Actions ab. Insofern kannst du gerne noch ein paar Worte dazu sagen. Ich will auf jeden Fall nicht schlecht über den MACD reden, sondern es geht einfach nur darum, dass man das finden soll, was zu einem passt, ja. Und insofern verwende ich jetzt den MACD ganz ehrlich ein bisschen weniger.
Ich muss halt immer sagen, ich finde halt den RSI schön, weil ich antizipiere gerne die ein oder andere Trendwende, wie du ja weißt. Und der hilft mir da irgendwie ein bisschen besser als der MACD, der eben letzten Endes ja der Trendfolger ist. Also wenn der Drops schon zu einem gewissen Punkt gelutscht ist, dann zeigt er mir erst was an. Und das sieht man hier auch vielleicht auf dem Chartbild vielleicht auch nochmal ganz nett mit der sogenannten Triggerlinie, wenn die dann eben diese Kreuzung vollzieht, die gelbe von oben nach unten, die blaue durchbohrt als Verkaufssignal und umgekehrt die gelbe von unten nach oben, das blaue durchbohrt als Kaufsignal. Ich habe es ja überall sauber mit reingefasst hier in dem Chartbild und da sieht man das oben im Kurs beispielsweise auch. Natürlich reicht das immer noch dicke, um eine Bewegung zu reiten. Ja, es reicht immer noch dicke. Bei dem einen oder anderen verliert man vielleicht den Einstieg, ja, aber es gibt eh nie den perfekten Einstieg. Man sieht jetzt beispielsweise hier, sei es in der Mitte, dass hier dieser Bereich dann doch schon ganz schön auch hier wirkt. Klar, wie du es immer so sagst, im Rückspiegel, im Nachhinein sieht das alles schön aus im Chart. Aber diese Bewegung ist ja relativ lang. Ist ja wirklich lang. Wir sprechen ja über mehrere Monate in diesem Fall. Wir sind hier beim S&P 500. Das ist ja nicht Endmarkt, das ist ja wirklich so eine dicke Kuh. Wenn der erstmal dreht, braucht er eine Weile, bis er wirklich mal sich gedreht hat. Und diesen Trend dann aufbaut und noch eine ganze Weile wieder südwärts geht, genauso umgekehrt, braucht auch eine Weile, bis er wieder zur Nordseite dreht und erstmal wieder die Überzeugung draußen auch bringt, dass weitere Anschlusskäufe zustande kommen und so weiter und so fort. Es läuft ja nicht immer so wie jetzt in den letzten 2 Wochen, dass wir plötzlich hier auf den Monitor gucken und sehen, wie die Kuh plötzlich hier fliegt, wo wir auf einmal Handelsvolumina wieder im Markt haben, wo einem Hören und Sehen vergeht. Das Gott sei hatten wir ja Dank, jetzt ja. gerade, ja, in der letzten Haben wir auch Woche. wieder gebraucht, ja. Ich meine, aber das hast du ja in dem Chart hier sehr schön auch mal dargestellt. Im Kern ein Kernelement des MACD sind natürlich die zwei gleitenden Durchschnitte, die sich hier kreuzen. Und die kann man halt im MACD sehen. Und das war das, was ich vorhin auch meinte. Die könnten wir uns ja auch beispielsweise nur die gleitenden Durchschnitte, die könnten wir uns natürlich auch aufs Chart draufziehen. Aber ich finde es so auch sehr sauber, wie du es jetzt hier gerade dargestellt hast, wenn man hier separat dann die Signale sieht. Aber auch nochmal an der Stelle der Hinweis, in dem Moment, wo die Linien ganz nah beieinander sind, zu definieren, allein schon mathematisch zu definieren, warum haben sich denn zwei Linien gekreuzt, ist nicht ganz trivial. Ja, da können Sie nämlich auch 10 Leute fragen und haben wir 5 verschiedene Meinungen, wenn zwei Linien sich wirklich gekreuzt haben. Ja, wie lange müssen sie sich dann gekreuzt haben? Wie lange müssen die, wie viel Abstand müssen die voneinander haben? Reicht es, wenn die übereinander liegen? Also allein diese Definition des Kreuzen ist schon relativ. Sieht dann im Rückspiegel ein bisschen sauberer aus, als es in dem Moment dann da ist. Aber als zusätzliches Element einfach nicht von der nicht zu verachten. Aber auch hier, du hast es ja auch ganz transparent gezeigt, nicht jedes Kaufsignal würde hier automatisch dann auch zu einem erfolgreichen Trade sehen. Wir haben ja einige, wo der Markt zwar einen sogenannten Bounce macht, ja, und vielleicht wieder abprallt und Kaufsignal erstellt wird. Sehe ich jetzt hier gleich mehrere Beispiele. Aber es ist auch nicht so, dass an der Stelle dann der Markt gleich durchzieht, ja, sondern dann folgt dann erst wieder der Rücksetzer und ein zweiteres Kaufsignal, wie du das auch vorhin im Chart schon mal gezeigt hast, wo wir gesehen haben, wo auf einmal diese Hammerkerze das tiefere Tief ausgedrückt haben. Also wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass hier keiner glaubt, ich ziehe mir jetzt den MACD hier unten rein, das ist ganz easy da drauf zu setzen und schon kann es losgehen. Es geht nochmal, es geht darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir hier gute Ein- und Ausstiegssignale identifizieren. Ja, und vor allen Dingen beachten Sie bitte auch, es geht letzten Endes um die Zeiteinheit. Also alles, was ich Ihnen jetzt hier mit Malte gezeigt habe, ist alles auf Daily Basis, sei schon auf Englisch, na, auf Tagesbasis, Entschuldigung. Und die MACD genauso hier, wie der RSI und die anderen. Also das sieht jetzt beispielsweise auch übrigens, was man hier sieht, 12, 26, 9, diese gleitenden Durchschnittsnummern, die Sie hier sehen, die ich Ihnen vorhin ja auch genannt hatte, bei dem SMA und EMA bei der Folie. Die sind hier im MACD beispielsweise eingearbeitet, so wie der Indikator programmiert wurde, beziehungsweise entwickelt wurde. Also das sind auch keine Zufälle, dass man diese Dinge dann also auch nochmal gezielt anschaut. Tagesbasis ist übrigens etwas, was auch wirklich etwas bringt, finde ich, von meiner Seite aus, von meiner Meinung her, weil man sieht ein bisschen, wie was verläuft. Man sieht überhaupt eine Trendbewegung. Und wenn Sie sich angucken, 5 Minuten oder 15 Minuten oder Minute vor allen Dingen, wie wollen Sie da im Chart was sehen? Das ist wie Harakiri. Sie laufen da irgendwas zu und sehen das Messer gar nicht. Also es ist schon etwas seltsam. Jeder, wie er es möchte, jeder darf das machen, jeder darf Scalping machen und absolut ganz extrem schnelles Daytrading soll jeder machen, wie er möchte. Ist letzten Endes ja auch das eigene Geld, was man da ansetzt. Ich kann nur immer raten, vielleicht auch mal hin und wieder die etwas größere Chartbrille aufzusetzen.
Und ich beschreibe das immer mit diesem Impressionismusbild. Ja, können Sie sich ja vorstellen, dieses Bild von Pissarro oder Manet, wie sie alle heißen, die Maler. Und da stehen sie ganz dicht davor und sehen eigentlich nur Farbkleckse. Und das wäre so eigentlich so der Punkt, wo Sie sagen, Sie stehen vor einem 1 Minuten oder 5 Minuten Chartbild. Und da gehen Sie immer Schritt für Schritt rückwärts zurück und irgendwann sehen Sie ein komplettes Bild. Dann sehen Sie auf einmal, wow, ist das fantastisch gemalt. Das ist ja wirklich ein kristallklares Bild. Und da sehen Sie erstmal die Rosen oder sehen irgendwelche Häuser oder irgendwelche Blumen. Und das ist auch so mit diesem 4-Stunden-Stunden-Chart-Effekt und mit dem Stunden-, 4-Stunden- und auch Tageschart-Effekt, wenn man dann weiter zurückgeht in den Zeiteinheiten, in den größeren, dass man ein bisschen was sieht. Also, wie gesagt, nur meine Meinung. Jeder darf das machen, wie er will. Nur rein aus der Erfahrung her wohl eher noch anzuraten. Ja, Fibos, man kann hier viel neue Audio-Hardware gefunden, sagt er mir jetzt. Also heute spinnt GoToWebinar ja echt total. Das Ich ist ja kann echt gerne mal krass. reingehen. Fibonacci ist ja so ein bisschen mein Thema, ja. Und also Fibonacci kommt ja, wie du es ja netterweise auf der Folie geschrieben hast, von dem Mathematiker Leonardo Fibonacci. Und können wir uns mal einfach so veranschaulichen, dass, sagen wir mal, in der Natur, wo einfach große Datenmengen herrschen, und da kommen auch die Kapitalmärkte fassen da ganz gut rein, gibt es gewisse Muster, Patterns, ja, die sich einfach wiederholen. Und ob sie jetzt den goldenen Schnitt beim Malen anzeichnen, ja, oder was weiß ich, wie das aussieht mit Gänseblümchen oder wie sich Bäume verteilen oder sonst irgendwas. Es gibt in der Natur einfach gewisse Gegebenheiten, die man mathematisch darstellen kann. Und dazu gehört eben halt auch die Fibonacci-Zahlenreihe. Der Gute hat das in eine Zahlenreihe übergeführt. Und das können wir uns sehr gut zunutze machen, eben beim Handeln und beim Analyse von Finanzinstrumenten. Viele nutzen auch das Bild, dass wir sagen, gucken Sie mal, wie so eine Auktion funktioniert. Und das geht dann mehr so in die Richtung Psychologie, nach dem Motto, Sie gehen jetzt irgendwo in den Supermarkt oder in ein Geschäft, sagen wir mal, in einen Elektronikladen, ich will keinen Namen nennen. Und da ist irgendwie das Elektronikgerät, das Sie schon die ganze Zeit haben wollten, war ja aber viel zu teuer. Auf einmal ist es für 50% im Angebot. Na, da werden Sie schon überlegen, ob man vielleicht, auch wenn es immer noch vielleicht viel zu teuer ist, ob man sich da vielleicht zuschlägt. Also diese Auktionsdynamik, ja, auf einmal ist etwas gefühlt günstiger oder noch nicht so günstig, die bringt doch Trader in den Markt oder eben dann noch nicht in den Markt, wenn der Markt nicht so weit gelaufen ist. Und der Dirk hat ja schon mal hier verschiedene Fibonaccis aufgelegt. Erstmal noch als Hintergrund, Märkte in sich sind fraktal. Was bedeutet das? Was Sie auf der großen Zeitebene analysieren können, das funktioniert auch auf der niedrigen Zeitebene. Das ist sozusagen wie ineinander verschachtelt. Und was er jetzt hier gemacht hat, er hat eine Fibonacci gezogen, hier von oben, den oben links, diesen Startwert, auf unten rechts, auf diesen Bodenwert. Und da ergeben sich verschiedene sogenannte Fibonacci-Ebenen. Ich sage Ihnen schon mal gleich, diejenigen, die für mich am wichtigsten sind, der Dirk hat jetzt hier noch die 23 und die 38, 23,6 und die 38,2 eingezeichnet, die roten Linien, die nehme ich auch mit drauf. Orientierung ist natürlich eine gute Sache, aber ganz entscheidend ist dann hier 61,8. Ich persönlich lege mir noch die 50 drauf. Ist nicht die originäre Fibonacci-Zahl. Insofern richtig, dass das jetzt hier nicht mehr mit dabei hat. Aber gerade die Hier sind 50 wir drin. bei dem zweiten, ja. Ich hatte jetzt nur noch die rote vor Augen, ja. Da hast du die 61,8. Ja, ich gucke mir halt auch ganz gerne die 50 da noch an. Aber die 61,8 ist wirklich eine wichtige Ebene. Wenn der Markt über die 61,8 kommt, wieder bei einer Rückwärtsbewegung, dann sieht es üblicherweise, wird sehr, sehr schwierig, dass er dann in der Richtung des Trends weiterläuft. Und wenn er dann noch schlimmer, wenn er über die 78,6 oder 78,4, was hast du, glaube ich, hier drauf geht, dann kommt es öfters zu einer Marktumkehr. Also nochmal, was haben wir hier? Er hat jetzt diese ganze Bewegung eingezeichnet. Und wenn ich nehme jetzt nur die rote Linien, ja. Und jetzt sehen wir, der Markt ist erst zurückgegangen zur 23er, hat an der Ebene hat er reagiert, hat dann im zweiten Anlauf einen Bruch nach oben gemacht, ist dann weiter auf die 38,2, auch da wieder reagiert, hat so einen Frontrun gemacht, wurde abgelehnt. Und erst im zweiten Anlauf ist er dann drüber gesprungen. Insofern ist das nächste Ziel dann 50%, das nächste Ziel 61,8. Nochmal, warum gucken wir uns das an? In diesen Bereichen ist einfach die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Markt eine Entscheidung fällen wird. Und darauf bin ich natürlich total scharf, weil ich weiß dann, ich weiß nicht, der Markt läuft in die eine oder andere Richtung, aber ich weiß, mit der höheren Wahrscheinlichkeit, da wird der Markt eine Entscheidung fällen. Und dann kann ich eben meine Strategie drumherum stricken. Bin ich ein Trendfolger,
dann würde ich in dem Fall hier auf Short setzen. Und jemand, was der Dirk auch noch gemacht hat, ich sage noch eine Sache und dann gebe ich es wieder zurück an dich. Du hast hier auch noch diese Weise Fibonacci aufgezeichnet. Das war das, was ich mit dem Fraktalen meinte. Also es gibt eine Runterbewegung, aber es gibt auch eine Gegenbewegung. Und da kann man natürlich auch wieder drauf eine Fibonacci ziehen. Und auch hier sehen Sie wieder, dass die einzelnen Ebenen, die der Dirk gezogen hat, durchaus zweierlei. Erstens hat der Markt reagiert. Wenn ich jetzt einfach mal den Tiefpunkt sehe, hat er reagiert bei der, was ist es, 138,2, die du hier eingezeichnet hast. Aber eben auch, das war der Tiefpunkt, den wir vorher haben. Also es gibt Konfluenzen, die sich ergeben. Und gerade diese Ebenen, wo sich verschiedene Fibonaccis treffen, da weiß ich, dann treffen sich auch sehr viel mehr Trader, weil sehr viel mehr Strategien auch diese Ebenen identifiziert haben. Nochmal ein Indiz dafür, dass an der Stelle der Markt eine Entscheidung über eine Bewegung fällen wird. Also ich bin großer Freund von der Fibonacci. Das war noch vielleicht von dem Tageschart von heute vielleicht nochmal ganz interessant und von dem Tagesverlauf das auch nochmal zu analysieren. Ich will jetzt nicht die Handelsplattform wieder anmachen und hier GoToWebinar wieder zerschießen, was auch immer, was da heute das Problem ist. Ich sage es Ihnen einfach mal so aus den Nummern heraus. Wenn Sie jetzt heute Ihre Charts öffnen und eine Fibo-Analyse da drauflegen wollen, dann gehen Sie auf das Rekordhoch vom DAX. Ich spreche jetzt vom Xetra DAX. Und legen das an bei diesen 16.528,97 Punkten. Das ist ja hier vom 31. Juli das Hoch. Und dann ziehen Sie das runter auf das letzte Verlaufstief, was Sie da bei 14.630,21 finden vom 23. Oktober. Diese beiden verbinden Sie miteinander. Links die Hunderter, rechts unten die Nuller. Also das ist die Fibo-Anlage von einem hohen Wert auf den fallenden Wert. Und dann werden Ihnen die jeweiligen Fibonacci-Retracements von Ihrer Plattform, TWS, NanoTrader oder MetaTrader zum Beispiel hier bei WSF Invest ausgeworfen. Und da bekommen Sie die Widerstände, die halt oberhalb des Kurses aktuell sind, angezeigt als Retracements und die Unterstützungen, die halt eben aktuell unterhalb des Kurses aktuell sind, angezeigt. Und dann sehen Sie einen Widerstand bei 15.804 und den haben wir heute schon getestet. Das ist übrigens der 61,8er. Ja. Also wieder Sie diese Self-Fulfilling Prophecy, diese. Schon wieder Englisch. Diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass natürlich auch viele, viele Programme das natürlich nutzen im Hintergrund. Viele automatisierte Handelsplattformen, viele Robots, viele High-Frequency-Trading-Systeme, was auch immer alles draußen am Markt unterwegs ist und natürlich diese jeweiligen Marken auch gerne anlaufen, darüber hinwegschnalzen, hinwegtäuschen, kurzfristig übertäuschen, den Marktteilnehmer, der Privaten vielleicht auch. Täuschen, dass es doch noch weitergeht und plötzlich, zack, geht die Nadel wieder nach unten. Da ist der Mitnahme, der Gewinn, die Gewinnmitnahme des Tages. Und erst am nächsten Tag wird sich dann zeigen, ob wir hier nochmal einen Anschlusskauf sehen oder ob der Markt sich jetzt hier erstmal an dieser 61,8er auspendelt. Also das nur mal als heutiger Verlauf, so wie das auch im Markt tatsächlich war. Ja, achso, übrigens nochmal zu dem Tief, was wir hier sehen, diesen jeweiligen Daten. Bitte schauen Sie den Markt auch mal als Ganzes an. Nicht nur den DAX, sondern gerne auch parallel dazu Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500. Das sind die Leitmärkte, die Weltleitmärkte. Sie werden beispielsweise, gucken Sie auf Ihre Charts, den DAX hier beim 28. September als übergeordnetes Verlaufstief sehen. Und da schauen Sie gerne mal auf den Nasdaq, gerne mal auf den S&P 500 und auf den Dow Jones. Und dann werden Sie genau am selben Datum das Tief sehen. Also, das sind Leitmärkte. Wenn die Amis quasi gut laufen, ziehen die den DAX hoch. Wir ziehen uns selber selbst fast nie den Dreck aus dem Karren. Das machen meistens die Amis für uns. Das sollte man auf jeden Fall sich hinter die Ohren schreiben. Wenn es da gut läuft, ziehen die da bei uns auf jeden Fall das mit nach oben. Zu den Also Pivotpunkten. wenn du möchtest, kann ich da noch die Einführung machen bei den Pivotpunkten. Ja. Was ich nicht gesagt habe, ein Punkt, der mir bei Fibonacci gut gefällt und der trifft auch auf Pivotpunkte zu, ist, Fibonacci projiziert nach vorne. Ja? Und was wir vorhin bei den anderen Indikatoren haben, ist halt eher nach hinten projiziert. Also deswegen mag ich diese Indikatoren schon sehr gerne. Ich bin auch ein Freund von den Pivotpunkten. Erstmal, was ist ein Pivotpunkt? Da geht es einfach um die Wahrscheinlichkeit, ist die Frage quasi, die beantwortet wird, wo hat denn ein Markt, ein Euro-US-Dollar, ein GBP-US-Dollar und so weiter, wo hat er denn quasi an dem Tag sein Gleichgewicht? Ja, wo ist denn da sein Zentrum der Schwerkraft? Und da bedient man sich dieser Pivot-Berechnung, ist nichts anderes als recht einfache Mathematik. Und man kann halt ein Pivot immer erst dann berechnen für den Folgetag, wenn der Tag vorbei ist. Auch das, wann ist ein Tag, beginnt ein Tag, endet ein Tag im Währungshandel, nicht ganz trivial. Da müssen wir uns eine Entscheidung treffen.
wo denn welche Märkte wir denn priorisieren. Also aus meiner Sicht ist es halt, wenn in London der Tag beginnt, dann beginnt für Währungsmärkte der Tag. Und dann kann ich nach hinten schauen einen Tag und dann weiß ich, wenn ich jetzt auf Tagesebene den Pivotpunkt suche, was für einen Höchststand an dem Tag hat denn der Markt gehabt, was für einen Tiefstand hat er gehabt und was war denn der letzte Kurs, aus dem wir aus dem Markt rausgegangen sind an dem Tag. Die addiere ich einfach zusammen. Und dann ergibt sich, und dann addiere ich die zusammen, dividiere die durch 3, ergibt sich dadurch nichts anderes wie ein Durchschnitt. Ich denke, das ist sehr schön. Dein Beispiel hier, Dirk, ist, denke ich, sehr transparent erklärt. Und das kann man dann einfach ausrechnen. Du hast ja unten mal beim DAX gemacht, da waren wir noch unter 10.000, haben einen Eröffnungskurs von 9.705, einen Hochkurs von 9.805, ein Tief von 9.704. Ja, also der Markt ist quasi, war ein bullischer Tag. Wir sind aber noch einmal unter den Eröffnungskurs kurz gegangen und dann gab es einen Schlusskurs von 9,758, ja. So, und dann hat er das einfach zusammengenommen, dividiert durch 3 und dann gibt es einen Pivotpunkt für den Folgetag von 9.756. Und das können Sie auf jedes beliebige Finanzinstrument anwenden und dann haben wir halt einfach quasi diesen zentralen Punkt. Und ich bin mir sicher, Dirk, du redest ja auch immer gerne über S1 bis S3 und R1 bis S3, also die quasi Standardabweichung von diesem Pivotpunkt berechnet uns dann einfach, ganz simple Weise, nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, je weiter wir von diesem Pivotpunkt des Tages weglaufen, desto unwahrscheinlicher wird es irgendwann, dass der Markt noch weiterläuft. Ja, aber sicherlich dazu kommt da noch mehr jetzt von dir, Dirk. Ja, es ist halt letzten Endes das, was die Handelsplattform für uns alles da draußen selbst macht. Die berechnet das dann selbst, wenn wir den Pivot Point Indicator, beziehungsweise wenn wir das mit einbauen. Und da brauchen wir natürlich nicht den Taschenrechner oder irgendwas selbst zu bedienen, sondern das macht die dann selber. Nehmen wir uns zum Beispiel eine DAX-Aktie, wo wir dann auf Xetra-Basis beispielsweise, wo das Hauptvolumen zu dieser Zeit zustande kommt, anschauen, von 9 bis 17:30 beispielsweise in dem Fall als Standardzeit. Und dann sehen wir ja, was ist Eröffnungskurs, was ist Schlusskurs. Und dann können wir dann dementsprechend dann die jeweiligen Werte uns anzeigen lassen. Aufgrund dieser Formeln, die hier dann dastehen, werden uns dann diese jeweiligen Supports, also Unterstützungen und auch Resistances, also quasi Widerstände dann angezeigt. Es gibt auch noch den S3 und den R3, kann man natürlich dann auch sich noch dann anzeigen lassen. Ich habe es jetzt mal mit 2 belassen. Und dementsprechend kann man dann, wie Malte eben auch sagt, mal schauen, ob man den Markt tatsächlich dann im Bereich der R2, R3 dann auch tatsächlich shortet oder im Bereich der S2 bis S3, also Unterstützung dort in dem Bereich dann vielleicht kauft, um einen kleinen Erholungstrade quasi in Rebound Intraday vielleicht mitzunehmen, einen kleinen Swing zur Upside, also quasi dort aufzufangen. Also das ist keine große Hexerei, es geht einfach darum, das zusätzlich vielleicht auch in Kombination mit RSI zu nutzen, wie auch das man mag, also letzten Endes auch mal einfach mit ausprobieren. Sieht im Chart so aus, sieht bei jedem Tool, jeder Handelsplattform ein bisschen anders aus, aber großartig. Was soll man schon machen? Man zeichnet eine Linie ein und schreibt S1 bis S3 drunter und so weiter. Und dann kann man wenigstens ein bisschen schauen, wo die Reise ungefähr Genau. vielleicht endet oder Vielleicht wo sie noch anfängt. kurz an der Stelle finde ich sehr gutes Chart, ja, weil zum Beispiel stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt hier im Long drin und da wissen Sie halt, ich erreiche den R2 und ich gucke mir die Kerzen an, die vorher schon gelaufen sind. Da ist rein statistisch gesehen, ist an dieser Tageskerze nicht mehr viel Bums drin. Ja, wenn wir da R2 erreichen, dann könnte man schon sagen, hier haben wir unser Ziel erreicht. Für diesen Long Trade sollte es ein Intraday Trade sein. Oder auch umgekehrt, um uns aus dem Markt rauszuhalten. Ja? Sie haben den ganzen Tag gesehen, och, der DAX läuft hoch, 50 Punkte, 100 Punkte, 150 Punkte. Und dann kommt FOMO, Fear of Missing Out. Ja, ich will dabei sein. Was üblicherweise passiert, das ist das, was ich am Anfang sagte, kommt der Impuls Trade, der Markt dreht rum. Nur ein bisschen, aber er verwickelt sie wirklich in den schlechtesten Trade überhaupt. Ja? Also deswegen sind wir bei R2, bei R1 geht die Wahrscheinlichkeit runter, dass er noch weiterläuft, bei R2 jetzt noch weiter runter, bei R3 noch weiter runter. Einfach, dass Sie in Ihrem Kopf haben, verdammt, der Markt ist irgendwo zwischen R2 und R3, da noch auf den Long am Ende des Tages drauf zu springen, eher keine gute Idee. Man sieht ja, ich weiß nicht, ob man die Maus hier überhaupt sieht, wenn ich die bewege, keine Ahnung. Ja, ich sehe die, ja. Ja, da sieht man ja beispielsweise auch hier auf dem Bereich des Vortages, Bereich hier, wo der Kerzenkörper hier endet. Wenn man hier beispielsweise irgendwo mittig schon drin ist, gerade im Trade eingestiegen ist, man kann ja auch gerne, wie gesagt, nicht so gierig sein, einfach sagen, ich nehme einfach die Hälfte schon raus und ziehe meinen Stop schon auf den Einstieg nach, habe eigentlich gar nicht mehr so das große Risiko draußen, fast schon dann die sogenannte Free Trade und lass das Ding einfach noch laufen mit der anderen Hälfte der Posi
Oder wenn mir das alles plötzlich auch egal ist, sage ich einfach, ich habe einen schönen Tag gehabt, ich habe ein paar Punkte mitgenommen, ich gehe jetzt hier einfach raus, tschüss, morgen ist ein neuer Tag. Kann man alles mit sich selbst ausmachen. Man muss letzten Endes nur den Knopf drücken oder vorher sagen, der Handelsplattform an dem Punkt, bitte ausbuchen, Gewinnmitnahme, automatisieren und dann fange ich gar nicht an, mit der Psyche irgendwie durchzudrehen. Ja, Kurslücken, die Zeit, die fehlt uns jetzt am Ende. Die Technik hat uns zwar vorhin ein paar Minuten geklaut. Vieles schon zu den jeweiligen verschiedenen Gaps hier gesagt, also Gap als Kurslücke, ob jetzt hier Exhaustion Gap, Breakaway Gap, Common Gap und so weiter. Es geht hauptsächlich auch darum, je nachdem, welchen Markt man handelt, ob eine Xetra-Einzelaktie oder auch von mir aus den DAX als Xetra-Basis oder von mir aus auch irgendwie eine US-Aktie, möglichst vielleicht liquide Dinge, wo irgendwo Gaps im Kurs dann vorhanden sind, dass man in dieser jeweiligen Eröffnung, wenn man morgens sieht, bei irgendeiner Aktie kommt es zu einem großen Gap oder ja, sagen wir mal auch beispielsweise bei irgendeiner ja, sagen wir mal, Technologieaktie in der großen. Und dann kann man jetzt auch mal darüber nachdenken, ob dann bis zum Wochenschluss, ob man dann einen Swing Short sagt, ich warte hier auf den Kurslückenschluss und spekuliere darauf. Oder umgekehrt, eben, dass ich jetzt auch sage, ich bin jetzt weiter unterhalb dieses Gaps und spekuliere da auch zur Long-Seite auf den Kurslückenschluss zur Oberseite. Also das sind als Varianten nochmal, was die Gaps angeht. Sogenannter Gap-Trade, Kurslückentrade als Klassiker. Bollinger Bänder kommen wir auch nicht mehr dazu von der Zeit, leider. Dreieckige Formationen, Head and Shoulders, ist nicht das Shampoo, sondern quasi Kopf, Schulter und die jeweiligen Varianten davon, invers. Also das sind alles Chartmuster, die man dann gerne auch noch zusätzlich mit hineinnehmen kann in die Wertung. Spikes, also die sogenannte Speerspitze, wo man halt letzten Endes dann sieht, je größer so ein Spike ist, ist dann irgendwann der Markt auch tatsächlich extrem ausgereizt. Könnte man natürlich vorsichtigerweise mit kleineren Positionen auch mal den Spike shorten, der zur Oberseite hochschießt oder umgekehrt zur Unterseite runterschießt, also long auf der Longseite bedienen. Bitte auch nur mit kleinen Positionen, weil das kann sehr, sehr riskant sein. Und ja, da sind wir schon auch hier am Ende. Ich Ich möchte kann es mich gar hier von meiner Seite schon mal bedanken für nicht. Maltes Co. Genauso natürlich hoffentlich auch von seiner Seite. Wir haben jetzt 6 Webinare am Stück hintereinander gemacht in den jeweiligen Monaten September, Oktober, November. Die Reihe ist zu Ende. Ich darf Sie herzlich dazu einladen, vielleicht auch nochmal bei dem YouTube-Channel von VR Self Invest vorbeizuschauen. Dort finden Sie diese Webinare in der Aufzeichnung. Gerne einfach mal drüber scrollen und mal reinschauen, wie es aussieht, was einem zusagt und das eine oder andere vielleicht auch Revue passieren lassen. Ich bedanke mich schon mal und wünsche Ihnen noch wirklich sehr, sehr viele Punkte, Pips, Ticks, wo immer Sie die auch einsammeln bis zum Ende des Jahres und hoffe, dass wir uns ja an alter Stelle irgendwo auch wieder treffen werden. Vielen Dank. Super, super, ja. Auch von meiner Seite vielen Dank für alles. Nur ganz zwei, drei kurze Kommentare. Erstmal vielen Dank dir. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Jederzeit gerne wieder. Wir haben es ja bewusst so alles ein bisschen modular gehalten, von Artificial Intelligence bis hier technische Analyse. Und wie du schon gesagt hast, gehen Sie da auch gerne mal in den YouTube-Kanal ein und schauen Sie sich nochmal punktuell die Sachen an, die Sie interessieren. Können Sie uns auch gerne Feedback geben, was Sie in der Zukunft interessiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im neuen Jahr hier nochmal eine Webinarreihe auflegen. An der Stelle vielen Dank und weiterhin viel Erfolg beim Handeln. Tschüss!